Gut, die Tür muss jetzt hier sowieso nochmal raus. Aber das, diese Bretter sehen echt schön aus, finde ich. Die sehen appetitlich unter anderem aus. Sehr appetitlich. So, was war hier? Achso, hier war... Ach, stimmt ja, hier ist ja schon wieder das Loch. Ach, wo habe ich jetzt hier die... Schuffel. Die Schaufel. Das wird sehr nervig, hier den Boden reinzumachen. Das sage ich jetzt schon mal so. Rein aus... keine Ahnung warum. Ich sag's einfach mal so, dass es sehr nervig sein wird. Das sieht übrigens cool aus hier. Wenn das hier so nach unten geht. Ob ich die Erde einsammle? Mache ich schon. Wie doof. Nein, fragen wir mal so, ob ich sie brauchen werde. Ja, ich guck mal hier ganz kurz auf meinen Zettel, ob ich noch was zu erzählen habe. Ja. Ich habe hier noch so zu stehen. Das Thema hatte ich, glaube ich, sogar schon mal gehabt. Ich finde es interessant, was manche Leute gemacht haben, als sie das allererste Mal Minecraft gespielt haben. Allerdings hatte ich das Thema schon und da gibt es auch eigentlich nicht viel zu sagen. Aber ist ja egal, ich wollte es einfach nur mal sagen. Also da habe ich ja erzählt, dass ich ein Sandhaus gemacht habe und dass da dann Creeper kam und ich nicht mehr dazu sagen möchte. Und da habe ich dann auf diesem Haus, habe ich dann noch so einen Turm gemacht, sage ich jetzt mal, und der war auch aus Sand. Und dann habe ich bemerkt, dass Erde schweben kann. Nicht so wie Sand. Und dann habe ich... Ja, dann habe ich aus, hab ich halt diesen Turm aus Erde gemacht. Aber nur die Kuppel oben habe ich sozusagen aus... Oder Koppel? Oder Kuppel? Nee, Kuppel. Die Kuppel habe ich dann sozusagen aus Erde gemacht. Und das Gestell sozusagen, wo das drauf war, dieser Turm... Der war dann aus Sand. Und da kam ein Creeper und dann ist das sozusagen alles eingestürzt. So, jetzt habe ich ja doch gesagt, was mit dem Creeper war. Naja, ist ja auch egal. So, und ich sage jetzt schon mal, dass zwischen diesen Pfeilern wird Glas kommen. Das wird, wenn es denn wirklich so aussieht wie auf meinem Server... Dann wird das Haus so geil aussehen. Also ich persönlich finde, es wird geil aussehen. Also jedenfalls so, wie es auf meinem Server aussieht, wird es geil aus. Oder sieht es geil aus. Ups, da war unser Durchgang. Habe ich jetzt hier? Ja, habe ich. Gut. Nicht runterfallen. Ich glaube, hier mache ich dann so eine Falltür hin. Ups. Aber ich glaube, so schlecht passt die Musik gar nicht in Minecraft. Also diese Hintergrundmusik, die ich jetzt hier selber habe. Also die Musikart heißt ja New Age und das ist ja eigentlich Einschlaf- oder Relax-Musik. Musik. Aber so schlecht, finde ich, passt die eigentlich gar nicht ins Inventar, wollte ich gerade sagen. Wie doof. In mein Minecraft-Let's Play. Und ich glaube, wir müssen nochmal Holz hacken gehen. Ja, und so schlecht passt sie gar nicht, zumal ja auch manchmal diese, wenn jetzt die Musik zwischendurch mal kommt von Minecraft, die ist ja sozusagen fast genauso. So, und wir müssen nochmal Holz hacken gehen. Allerdings kann ich hier schon mal das Glas reinzimmern, um mal einen ersten Eindruck zu erlangen. Und mir will gerade nicht einfallen, wo ich die Cobbles gemacht habe. Die hatte ich, glaube ich... Nee, da komme ich jetzt nicht ran. Hui, super. Ja, die hatte ich nämlich hier gehabt. Jetzt kommt nur die Frage, ob das wirklich so war. Nein, halt, Moment. Ach, ich glaube, ich werde sowieso zwei Stockwerke machen. Was so viel heißt, wie, dass ich jetzt hier mal ganz kurz... Nee, ich baue hier mit Erde hoch. Dass ich jetzt hier mal... So, drei... Moment mal, ich muss mal gerade überlegen. Ist das jetzt richtig so hoch? Ne, ich sehe es nicht. Au. Nee, halt einen noch. Ach, toll. Ah, ich glaube, das wird... Ach, toll.
Wird sowieso ein bisschen kompliziert, das jetzt hier zu machen. Zumal ich ja dann jedes Mal zu dem anderen rüberspringen muss und das kann nur teilweise schmerzhaft werden. Au. Wie hoch muss ich? 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Und vor allem, wenn man den verfehlt, ist man, würde ich jetzt mal so einfach behaupten, am Arsch. Haben wir denn noch Holz? Nein, doch. Zum Glück. Au. 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 Ich wollte gerade Aua sagen, weil... Weiß ich auch nicht. Jetzt kommt aber ein großes Aua. Naja, toll. Gut, was will man machen? So, das sieht jetzt noch geiler aus übrigens. So, ich hätte jetzt echt geflucht, wenn ich wieder daneben gesprungen wäre. Und ich fluche selten. Ich bin ein sehr ruhiger Mensch. Ich gebe auch nicht überall meinen Senf dazu. Ich bin ganz ruhig. Ich bin ein gelassener Mensch. Ui, das war knapp. So. Ich möchte aber trotzdem... Ich glaube, ich werde gleich mal eine Aufnahmepause machen und nochmal auf dem Server gucken, weil mich reizt das denn doch schon, das Haus genauso zu bauen wie auf dem Server. So, wie komme ich jetzt hier ungeschadet runter? Au. Naja, doch nicht ganz ungeschadet. So, das sieht irgendwie ziemlich geil aus. Könnte eine Kirche sein. Also jetzt könnte eine Kirche werden, sagen wir es so. Naja, egal. Ich gehe jetzt mal Holz hacken. Aber ich glaube, so viel brauchen wir gar nicht mehr. Warum gehe ich eigentlich nicht da runter? Leiter habe ich nicht dabei. Toll. Ah, die werden wir gleich aufsammeln. Sofern sie denn noch da unten liegt. Aber das müsste eigentlich... Oder? Nein, sie ist weg. Toll. Ah gut, Leitern kosten nicht die Welt. Nur die halbe. Die gelben Blumen haben sich ja auch schon ganz schön vermehrt. Die Rosen da unten auch. Na gut, die Rosen. Ja, ich glaube, das ist sowieso alles so geblieben wie vorher. Mir fällt gerade ein, dass man mit Färbemittel auch Schafe färben kann. Also... sozusagen die Schafe, dass sie dann immer sozusagen blaue Wolle oder rote Wolle oder gelbe Wolle oder pinke. Ich hab übrigens ein pinkes Schaf gehabt auf meinem Server. Auf meinem ach so schönen Server. Da habe ich pinke Schafe gehabt, die sozusagen dann immer wieder pinke Wolle gespendet haben. Ich weiß zwar jetzt nicht, wie das so sein soll, ob das denn dieses Färbemittel, ob das denn in den Genen reingekloppt wurde. Muss ja denn wohl. Habe ich ein Bett dabei? So, und gute Nacht. Wow, das ist das erste Mal, dass wir schlafen. Sonst bin ich mal die Nacht durchgegangen. Oder durchgewandert oder durchgearbeitet oder... Ups, ich habe das Bett nicht eingesammelt. Naja, gut. Was soll's? Ich hoffe nur nicht, dass das an manchen Stellen zu dunkel ist, dass man wirklich gar nichts erkennt. Aber ich glaube, ein bisschen erkennt man immer. Komme ich da ran? Nö. Toll. Und wieder nach ganz unten. Aufstieg nach ganz oben oder nach ganz unten. Nein, Aufstieg nach ganz unten. Das ist dumm, der Satzbau. Abstieg nach ganz unten. Ich merke gerade, dass ich ziemlich leise rede zurzeit irgendwie. Moment mal kurz. Oh, ich verschiebe das hier einfach mal so. Ja, dann sehe ich das halbwegs. Jedenfalls bei Outer City sehe ich das ja immer, wie laut ich rede. Und das kann man ja dann ungefähr an der Auslenkung der Amplitude oder wie auch immer. Ja, doch, die Auslenkung müsste es sein. So, und daran kann ich dann halt sehen, wie laut ich rede zurzeit.